Im Zusammenhang mit Auto kennt man Wäschanlagen schon lange. Ein findiger St. Galler hat vor ein paar Monaten die Idee gehabt, dass das Prinzip der Wäschanlage auch bei Hunden müsste klappen. Das Resultat ist der erste Hunde-Wellness-Corner. Unterdessen läuft es so gut, dass man expandiert. Der Matthias Zindel und Danette Schwager haben sich vor Ort ein Bild gemacht. Danuk hat heute einen besonderen Tag gehabt, denn der Wölfstag ist auf dem Programm gestanden. Für viele Vierbeiner ein notwendiges Übel, doch die 8-monatige Hündin kommt gern mit dem Wasser in Kontakt. Damals ist sie aber nicht die Heide Badwanne geschrubbt worden, sondern im neuen Weststudio St. Gallen an der Rohrschacher Straße. Das ist der erste weltweit Boxen, wo spezifisch für den Hund gebaut ist. Also sagen wir so, wie sich der Hund denn das vorstellen würde. Es gibt eigentlich weltweit schon andere Hundetuschen, aber die sind halt ein bisschen mehr für die Menschen gemacht, damit der Mensch ein bisschen einfacher hat. Und jetzt habe ich bei dem einfach geschaut, dass sich der Hund wohlfühlt. Zum Beispiel, wenn man den Hund nicht reinlaufen, sondern kann Steigen auflaufen, also Treppen drauflaufen. Aber die Treppen sind angepasst auf den Tritt, den man hat. Materialien sind richtig ausgewählt, Farben sind ausgewählt, die ganze Form. Wir haben auch mit Hundepsychologen, Tierärzte zusammen entwickelt und ist eigentlich spezifisch für den Hund gemacht. Der Anuk hat auf alle Fälle gefallen im neuen Wäschstudio. Doch als Besitzer muss man darauf schauen, dass man seinen Hund nicht zu oft wäscht. Voll mit Shampoo, eben der Kleine, eben nur wenn er wirklich dreckig ist, wenn er da seine Darmfarbe anlegt im Wald. Aber sonst unterlasse ich es eigentlich, weil wenn man den Geschmack eigentlich auch, den Gestank einfach auch gut mit dem Wasser rausbringt, dann kann man da langen. Und wenn es dann nicht draußen ist, kann man dann immer noch mal mit dem Shampoo hinein. Ob so ein Selbstbedienungshundewäschsalon sinnvoll ist oder nicht, über das kann man sich streiten. Schließlich kann man seinen Hund auch die Heidenbadwanne abspritzen. Wir haben unseren Hund noch nie einen Hundesalon waschen lassen. Da macht man vielleicht mit einem Hund, der vielleicht sagen wir, lange Haare hat oder wenn er genug Geld hat. Aber wir machen das, wir haben immer selber. Hundepflege machen wir selber, auch trimmen tun wir selber. Wir haben einen Apparat gekauft, wo man den Hund trimmen kann, und weil er ziemlich lange Haare hat, und das wird er einfach... Wie auch immer, Nachfrage nach der neu entwickelten Wäschbox, die übrigens patentiert worden ist, scheint trotz allem da zu sein. Schon bald wird man seinen treuen Vierbeiner nicht nur in St. Gallen, sondern auch in anderen Städten können waschen. Ziemlich rasch sind die ersten Anfragen gekommen, schon von Wien, dann auch von der Schweiz, Zürich, Tessin, Belgien, und wir sind ein bisschen überrascht gewesen, muss ich sagen. Und wir sind voll dran am Arbeiten. Patentieren lassen hat Fabio de Tata auch schon eine Pferdewäschbox.